Das Viertaktprinzip wurde bereits in einem vorangegangenen Video besprochen. In diesem Film möchte ich euch zwei recht alte Maschinen zeigen, die dieses Prinzip umsetzen. Der erste zu sehende Stationärmotor Typ Mule Team, also Maultiergruppe der Firma Amanco aus Iowa, wurde 1920 gebaut und leistet 3,5 PS. Der Motor treibt eine Wasserpumpe an, die hier zu Demonstrationszwecken das Wasser in einem kleinen Kreislauf pumpt. In der hier zu sehenden Einstellung befindet sich rechts das Ein- und links das Auslassventil. Die beiden Ventile werden nicht, wie heute üblich, permanent von der Nockenwelle betätigt. Der Motor zündet stattdessen nur in unregelmäßigen Abständen, wie an den Explosionsgeräuschen beim Öffnen des Auslassventils zu hören ist. Die Steuerung, wann neue Treibstoffluftgemisch angesaugt wird, geschieht mit Hilfe einer Fliehkraftmechanik an einem der beiden Schwungräder. Von dieser Mechanik wird ein Hebel in dieser Einstellung nach unten bewegt, wenn die Drehzahl des Schwungrades steigt. Entsprechend wird der Hebel nach oben bewegt, wenn diese sinkt. Fällt die Drehzahl unter einen vorgegebenen Wert, wird die Schwere der Ventilbetätigung entriegelt. Jetzt wird mit der nächsten Bewegung des Kolbens nach rechts frisches Petroleum-Luftgemisch angesaugt. Das Gemisch wird kompliziert, wenn sich der Kolben wieder nach links bewegt und schließlich gezündet, sobald die maximale Kompression erreicht ist. Der Kolben wird von dem jetzt heißen Gas nach rechts gedrückt, wobei das Schwungrad in seiner Bewegung beschleunigt wird. Befindet sich der Kolben ganz rechts, wird das Auslassventil geöffnet und mit einem Knall strömt das noch nicht vollständig entspannte Verbrennungsgas aus dem Zylinderraum. Mit der nun folgenden Bewegung des Kolbens nach links wird das restliche Abgas aus dem Motorraum gepresst. Die nun wieder höhere Drehzahl des Schwungrades schiebt die Sperre des Einlassventils wieder nach unten. Wird die Stößelstange der Ventilsteuerung jetzt von der Nockenwelle nach links geschoben, reicht die Sperre und die Ventile können nicht mehr von der Nockenwelle angesteuert werden. Ab welcher Drehzahl der Sperrmechanismus entriegelt wird, kann mit einer Stellschraube justiert werden. Diese Schraube ist also das Gaspedal des Motors. Dabei wird jedoch nicht das angesaugte Treibstoff-Luftgemisch variiert, sondern es wird die Anzahl an gesteuerten Explosionen pro Zeitintervall eingestellt. Dieses Steuerprinzip wird Hit and Miss genannt, wobei Hit einer gesteuerten Explosion und Miss den Umdrehungen ohne Zündung entspricht. Der zweite Stationärmotor funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Es handelt sich hier um einen 1,5 PS starken Motor der Typbezeichnung Tommy Boy, der im Jahr 1912 produziert worden ist. Nach heutigen Maßstäben sind Verbrennungsmotoren mit gerade einmal 1,5 bzw. 3,5 PS alles andere als leistungsstark. Jedoch wurden Anfang des 20. Jahrhunderts mit Hilfe dieser Stationärmotoren viele Tätigkeiten in kleinen und mittelständigen Betrieben sowie in der Landwirtschaft mechanisiert. 1 PS entspricht nach Berechnungen von James Watt der durchschnittlich nutzbaren Dauerleistung eines Pferdes. Im Gegensatz zu den Stationärmotoren kann ein Pferd diese Leistung jedoch nicht 24 Stunden am Tag vollbringen und ist überdies wesentlich größer und schwerer als einer dieser Motoren. Im Verlauf von 5 Minuten kann der kleinere der beiden Motoren unter Maximalleistung rund 3000 Liter Wasser auf 10 Meter Höhe pumpen. Wie lange braucht ihr für die gleiche Tätigkeit? In diesem Sinne, erfreut euch auch an kleinen Maschinen. Danke fürs Angucken und bis bald!